You are the radio. You are the African man. You want to know whatever is going on in your country. You want to be proud of whatever you got in your hand. Hallöchen, das war ja die Verschuldung seit über 20 Jahren. Und er, glaube ich, alles demokratisch, selbstverwaltet, unabhängig. Werbefrei. Und werbefrei, wie ich nicht. Ele kakra na me ya de na yakopon tun nsa efre no enti amasu gare fo ya hwira de kese. This African blood, this African power, this African vibrant. Freies Radio für Stuttgart ist Mitmachradio. Also Radio für jeden. Jeder, der Lust hat, sich hier zu engagieren, kann vorbeikommen, macht die Workshops, kriegt das technische Know-how dabei und kann dann auf Sendung gehen. Also zurzeit machen gut über 200 Menschen hier Radio, kommen aus verschiedensten Kulturen. Wir haben sehr viele muttersprachliche Sendungen hier auch aus verschiedenen afrikanischen Ländern, aus dem arabischen Raum, aus Südamerika, Lateinamerika. Mein Name ist Jacqueline Jede, ich bin Redakteurin der Radiosendung Alpha Us, eine von zwei Redakteurinnen. Wir haben eine Integrationssendung. Wir wollen zwischen Deutschen und Muslimen eine Art Brücke schlagen mit Integrationsthemen wie zum Beispiel Kulturelles, Politik und Aktuelles. Naja, wir sind eben Gegenentwurf zu den anderen, also öffentlich-rechtlichen sowie privaten Radiosendern, weil hier eben auch Musik gespielt wird, die dort nicht kommt. Und auch ein Radioprogramm, was kulturell viel unterschiedlicher und vielfältiger ist. The Voice of Ethiopians. Das ist ein kulturelles Programm für die Gemeinde hier in Stuttgart. Das ist die Walia, macht immer alle diese verschiedenen Themen und unsere Kultur auch für die deutsche Gemeinschaft, dass die Musik, das Essen, alles was mögliches Äthiopisches betrifft. Also das ist Bürgerradio, das heißt, es ist ein Radio von ganz normalen Leuten wie du und ich, für alle. Und wir wollen eben auch Minderheiten hier abbilden, die sonst keinen Zugang zu Medien haben. Sprich, also wir haben sehr viele Migrantenredaktionen hier, wir haben Refugee Radio hier und wir wollen eben auch diesen Leuten eine Stimme geben. Live im Foyer des Freien Radios für Stuttgart. Publikum erwünscht, Eintritt frei. Kümmere mich eben ja, im Groben um alles, was nach außen geht oder damit das Freie Radio auch nach außen geht, draußen bekannter wird. Kulturveranstaltungen bzw. unser Live-Format Radio schauen, was mit Publikum hier stattfindet. Ansonsten habe ich aber den Eindruck, dass es nach wie vor eine Begeisterung für Radio, fürs Radio machen gibt und es auch wirklich viele Leute gibt, die auch Radio hören. Und ich glaube, es wird immer auch Menschen geben, die Lust haben, Radio zu machen. Für uns das Beste aus allen Kulturen. Der blaue Edelstein für dich. Live. FM 99.2. Freies Radio für Stuttgart. Mit mir alle.